Die Ermittlungen gegen Bakary Yatta vom Hamburger SV sind eingestellt. Das teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte am Montag mit. Die Aufenthaltserlaubnis des Offensivspielers aus Gambia bleibt damit unangetastet. Nach einem Medienbericht der Sportbild hatte es Zweifel an der Identität Yattas gegeben. Diese haben sich nach Angaben der Behörde nicht bestätigt. Ob die neue Faktenlage auch Auswirkungen auf das Verfahren vor dem DFB-Sportgericht hat, war am Montag zunächst unklar. Drei Zweitligisten hatten nach ihren Niederlagen gegen den HSV jeweils Protest gegen die Spielwertung eingelegt. Die Verhandlung des Nürnberger Einspruchs soll am 9. September in Frankfurt am Main stattfinden. Es ist ein Kronzeuge geladen.